Grüß euch, liebe Leute, liebe Zuschauer und Freunde von Alpine Momente. Heute bin ich da wieder mal mit Lindy vom Alpine Team Austria unterwegs. Diejenigen, die sich die Doku zum Königsjodler Klettersteig 2020 angeschaut haben, die kennen den verrückten Noxner. Weil der ist nämlich da mit raufgereiht mit mir und das war so richtig geil. Wir wollten am Tag vom Königsjodler euch eine Tour zeigen, wie man sich am Königsjodler einstimmen kann. Nämlich den Grandl-Spitzklettersteig. Das Wetter hat damals umgeschlagen und darum haben wir die Überschreitung der Tagarbeit gemacht. Nichtsdestotrotz sind wir wieder da. Genau. Und heute seht ihr dieses richtig geile Video zum Grandl-Spitzklettersteig. So ist es, dranbleiben. Dranbleiben, genau. Und der Lindy hat das im Video zur Tagarbeit schon gesagt. Da hinten sieht man aufs Wiesbachhorn und ganz links sogar der Großglockner, rechts vom Wiesbachhorn ist das Kitzsteinhorn. Und richtig lieg, oder Lindy? Gewaltig richtig! Ja, super. Geh mich da aus. Und da oben? Da oben, heute sieht man es. Da ist er, mein Duden. Das ist sein Duden, wo er schon 100 Mal oben war. Die Tagarbeit, die wir überschritten haben, jetzt seht ihr es auch, wie es in Wirklichkeit ausschaut. Also es ist kein Blödsinn, was er gesagt hat. Von der Tagarbeit siehst du die ganzen hohen Tauern. Du siehst den Venediger, einfach ein Traum da, gell, bei dir. Sehr schön. Darum bin ich auch so gern. So, liebe Leute, am Hochkönigstag von Maxedurn in Königsjodler. Mit 15 Kilo Gepäck bis hin zu Traum auf die Skitouren. Und wie wir es gehört haben, so eine kleine Einstimmung in Königsjodler. Dann kannst du einfach da herum alles machen. Und wenn es nur auf ein Jausen auf der Rechten ist, und wenn du sagst, jetzt kommst du vom Lindy, genau, dann kriegst du vielleicht einmal einen Kaffee, macht es das unbedingt. Ich bin nämlich mega scharf auf den Kaffeebär. Und auf dem Heidelbergkuchen. Oh, wenn ich meine Heidelbeer. Ha, herrlich. Und wenn du auch in die schöne Gegend kommen wollt, knallt ein ins Navi 55-0. 5? Mühlbach am Hochkönig. Dientner Sattel mit IE. Richtig. So schaut's aus. Wenn du herumsatt auf Birkor. Haus herum, noch 200 Meter weiter ist auf der rechten Seite der Parkplatz. Stehen meistens ein paar Autos, könnt ihr verfahren. Und dann geht es die Vorstraße entlang zu Erich hinten. Was müsst ihr denn sagen? Es kommt vom Lindy, jetzt bin ich kein Gesack. Und dann einmal da kam Grandlspitz, Königsjodler. Alles erreichbar für euch. Und wir zeigen euch den Hotspot, so schaut es aus. Richtig. Ja, noch 1,5 Kilometer ungefähr bist du noch, wie gesagt, bei der Erichhütte. Und heute seht ihr mal den ganzen Ausblick. Wir gehen da in die Schorten rauf und der Tutten, das ist der Grandlspitz, der geht direkt durch die Wand der Klettersteig rauf. Das machen wir heute und von links nach rechts führe ist die Taghaubenüberschreitung, die wir eben gemacht haben. Wir haben zwei geile offen. Das Video oben verlinkt. Und auch unten in der Infobox schaut euch das nach diesem Video an. Wir stehen jetzt auf der Taghaubenscharte herum. Es ist voll interessant, es hat ein bisschen runtergeschnitten. 100 Höhenmeter uns geht der Schnee an und bis zum Einstieg haben wir auch einen Schnee. So, aber jetzt packen wir einen Grandl-Spitzklettersteig. Da vorne geht's. Die Spuren sind übrigens vom Phil. Ein schönen Gruß, Phil, falls du zuschaust. Das ist der Phil, der mit war beim Skitour Stühlgrat. Gratspulver! Pulver! Rückblick zur Taghaubenscharte. Man muss ja ziemlich gerade umgehen. Da oben geht der Normalweg runter. Und für uns geht es jetzt da vorne. Ein Stück sieht man schon, oder Linde? Jawohl! Direkt vor der Wand. Jetzt hört man genau, wie wir gegangen sind.
Weil da kam Überschreitung von Scheiß an. Da legt sich die Sonne rein. Ja, brutal. So schön. Ah, ist ja ein geiles Land hier. Ah, es ist so schön bei uns daheim, Leuteln. Also jeder, der nicht da wohnt, ist versamst was. Tut uns leid, aber kommst zu uns her auf Urlaub. Ja. Das muss man mal gesehen haben. Ja. Da ganz hinten blinzelt der Dachstaffierer. Ein Traum. Zu der rechten hast du die 3000 und nach der Reihe. Ja. Der schönsten Berg im ganzen Land. Lieber Leute, nie vergessen, gell? Der Helm gehört dazu gemacht. Und wir sind jetzt an Randl Spitzklettersteig, Schwierigkeitsgrad C plus D. Und da geht's kerzengrad kriechen auf. Ja, gewaltig, sag ich da, gewaltig. Bock mal's, oder? Auf und da geht's noch. Ja, grüßen, ich bin's. Eins Lindi. Rast vom Walde komm ich her. Ich muss euch sagen, es Weihnachten ist ja. Schöne Routenführung da. Dann kraxelt jetzt der Franz daher. Da war ich auch, es ist noch schön trocken. Aber sobald er dann da um die Kurven kommt, ist es halbwegs nass. Das ist eigentlich zum Aufpassen. Ah, wie der Spider-Man! Ja. Mit den neon-orangen Stecken. Geht halbwegs schärfer da. Muss gut meter. Rutschig ist da. Voll, musst echt aufpassen. Thank you.
Sauber! Grüß dich! Ja, ich höre den Helm auf. Es ist ein Steinschlaghelm. Der zieht Stein am Magisch an. Ihr könnt euch vorstellen, wie steil das da rauf geht. Die Wolken seht ihr. Das ist schon genial. Kurz, aber knackig, gell, Lindy? Richtig! Aber richtig geil, du machst Meter da rauf und liebe Leute, schaut euch einmal an. Wäre traumhaft schön, dass da herum ist am Hochkönig. Das hätten wir euch gern beim Jodeln und bei der Tagheim auch gezeigt. Aber wurscht, jetzt dann haben wir es euch gezeigt, wie schön das ist. Es ist einfach ein Traum da bei uns im Bangau. Hm? Ja, vor allem Mühlbach am Hochkönig. Mühlbach am Hochkönig 5505, merkt es euch. Richtig. Da hinten sind wir eingestiegen in Jodler. Wir zwei. Diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, verlinke ich oben und auch unten in die Infobox. Schaut euch unseren Königsjodler 2020 an. Das erste Video auf YouTube 2020 zum Königsjodler. Am Limit. Am Limit. Absolut. So heißt es, aber so waren wir auch, gell? Absolut. Ja. Ein paar Meter mehr. Und jetzt zeigen wir euch einen Normalabstieg. Auch da vielen Dank, lieber Phil, fürs Spuren. Brauchen wir nicht suchen, brauchen wir nur deine Spuren folgen. Gell? Richtig, ist auch gut runtergekommen, dann werden wir es auch schaffen. Genau, wir gehen in den Steigeisen rein und dann geht's runter für uns. Jawohl! Schon geht's runter. Kommen wir vom Gipfel hinten her. Alles seilversichert, aber das ist, glaube ich, gar nicht überall heraus. Ja, da sind wir jetzt auch wieder in so einem Leitl wie im Birkchor. Da muss jeder Schritt und Tritt muss da sitzen, sonst geht es da eben dahin. In dem Sinn noch einmal danke dem Phil fürs Spuranlegen da oben. Was ich so beurteilen kann, ist die super angelegt. Der Schnee ist bei uns übrigens auch super, es hat schon wieder ein bisschen angezogen. Und man muss da eben verkehrt alles runterstapfen. Ohne Steigeisen war das ein Harakiri-Kommando. Weil, schaut euch das an, liebe Leute, da geht's runter. Und das ist im Übrigen der Normalweg vom Grandlspitz. Ein Berg, der anspruchsvoll ist. Eins, zwei, check, check, check. Wenn's geht, lasst man da mal da. Wenn's nicht geht, lasst man da. Wenn's geht, lasst man ein Bicke da. Ja. Und wie der Franz Gold richtig gesagt hat, auch jeder Schritt muss da sitzen. Was haben wir da, Franz? 40, 45? Zwischen 40 und 45, aber auch unangenehm zum Gehen. Wenn man jetzt einmal da schaut, da legt sich die Sonne rein, Richtung da kam um mich. Das ist halt schon gewaltig, das Ganze. Und wenn man denkt, dass es fast Juni ist, oder bald Juni sein wird, ne? Genau. Und wir dürfen noch einen wunderschönen Schnee genießen. Ach, was gibt's denn Schönes? Gut macht er das, der Franz. Darf man meinen, er hat schon mal da. Ah ja. Ich weiß es nicht. Man darf es nicht meinen. Es ist saukalt. Also der Wind war da ein wenig.
und mit den bedingten Steigeisenschuhen wird es ja schon ein wenig frisch. Beim Wecker haben wir noch gesagt, komm, wir Deppen haben uns Skisocken angezogen. Ja, so blöd war die Idee gar nicht. Wie gesagt, im Sommer ist das da alles kein Problem nicht, aber bei den Verhältnissen sollte man schon ein bisschen wissen, was man tut. Man muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe mich glaube ich jetzt 200 Mal beim Franz bedankt und ich möchte es auch in dem Video noch mal sagen. Wir waren mental am Hochkönig wirklich fertig. Wir waren 12 Stunden im Aufstieg drinnen. Und ich glaube, jeder, der was mal 12 Stunden mal gelaufen ist oder mal gegangen ist oder mal bergauf gegangen ist, der weiß, was das heißt. Mit 15 Kilo Gepäck. Und ich sage es ganz offen und ehrlich, ich war glaube ich nicht mehr in der Lage gewesen, dass ich das Birk auf die Spur. Aber der Mensch, der wird zur Maschine. Also das ist ganz brutal. Die Leistung, was der an den Tag abgerufen hat, auf die Spuren. Ich selber habe ich noch nachgetreten müssen, aber das ist auch nicht ganz ohne gewesen, aber da auf die Spuren, das war schon eine andere Liga. Also das muss man ganz ehrlich einmal sagen. Und das möchte ich nochmal betonen. Wenn du glaubst, du kannst nicht mehr, wird der Mensch zur Maschine. Sobald der Franz jetzt dann da unten steht, ist er für mich aus der Falllinie. Und dann werde ich nachgehen. Ja, liebe Leute, das ist jetzt der Stall von unten. Da kommt der Linde daher, es muss einem wirklich jeder Schritt sitzen. Und jetzt fahre ich da einmal rein, dann seht ihr, wie steil das ist. Die Kamera ist gerade, also das sind doch gute 45 Grad da. Und ich muss auch ehrlich sagen, in dem Level, wo der Linde und ich unterwegs sind, da sind wir einfach steigeisenfeste Schuhe und wetten lieber wie bedingt steigeisenfeste Schuhe. Mit den Steigeisenfesten kriegst du erstens nicht so leicht blaue Zechen und vorne hast du halt auch einfach die Step-In-Bindung drin. Du hast ganz einen anderen Stand, du fühlst dich einfach viel sicherer. Da habe ich es jetzt nochmal aus der Frontalen, das da vorne ist der Gipfel, durch die Rinn sind wir an. Wenn du da ausrutscht, gehst du wie ein Pfitschepfeil an, dann da durch und unten bei der Erichhütte bist du nachher natürlich um einiges schneller und kannst da ja, ein Krachhalb stellen, einen Kaffee dazu, sagst aber nachher dazu, dass sich der Linde geschickt hat. So ist es! Der Mozart, der Massefalle, uppa! Der Paganini mit der Skischuhschnalle, bin eine Virtuose in der Chefhose. Die Streifen, oh, wieder ein Genuss. Liebe Leute, ich hoffe, ihr seht es mir. Es ist mittlerweile schon finster. Damit seht ihr, das ist die perfekte Tour nach Feierabend, wo man noch ein paar Stunden Zeit hat. 4,5 sollte der durchschnittliche Klettersteiggeher schon ungefähr einplanen für die Tour. Zum Zurücklegen sind es ungefähr 1000 Höhenmeter. Der Klettersteig ist durchgehend anspruchsvoll. Es sind einige ausgesetzte Passagen dabei, also richtig cool. Der ist sehr gut abgesichert. Was man halt auch dazu sagen muss, es ist da echt bis lang ins Jahr rein auf der Nordseite ein Schnee drinnen. Das heißt, jeder, der den Klettersteig gehen will, wir sind bis jetzt Ende Mai gegangen. Und ich würde mal prognostizieren, dass sicherlich da noch, ja doch, 3 Wochen gut, ja, liegt der Schnee sicherlich noch drinnen. Die das jetzt in der nächsten Zeit machen wollen, müssen unbedingt im 45 Grad steilen Altschnee mit Steigeisen abkraxeln können. Die dürfen da nicht blockieren, weil sonst hast du nur die Alternative,
über den Klettersteig runter und am C plus D ausgesetzten Klettersteig will keiner runtergehen. Und die anderen, denen das Zwax ist, wartet halt einfach nur eine Zeitl. Der Klettersteig zahlt sich richtig aus. Ich denke, die Landschaftsaufnahmen sprechen für sich. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu dieser Tour, benutzt das Kommentarfeld unten. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, bewertet das Video. Daumen nach oben, Daumen nach unten, ganz egal. Und wer in Zukunft nichts mehr verpassen will, Kanal abonnieren, Glocken aktivieren, die Graue kriegt eine Erinnerung, wenn das nächste Video kommt. Und auf der Seite geht es zu den nächsten coolen Videos, unter anderem die ganze Königsjodler-Doku habe ich auch verlinkt. Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao, pfiat euch! Servus! Ja,